Was ist denn das da? Was ist denn da? Markus, bemühe dich nicht, ich habe alles hier drin. Natürlich führe ich ein Ejakulationstagebuch. Und warum? In eigener Sache. Die kennt doch auch keiner mehr, oder? Keiner lange hat es, vielleicht sind wir älter noch, aber wir haben ja extra. Bei unserer Recherche haben wir ja jüngere Menschen befragt, so 6- bis 12-Jährige. Meiner Langhans, wer kennt den? Nie gehört, nie gehört. Ist doch schlimm, Martin, wenn man vergessen wird, oder? Man war mal was und dann ist man irgendwann nichts mehr. Das ist doch tragisch, oder? Denk mal drüber nach. Nein, schon? Das Schlimmste in dem Zusammenhang, was ich erlebt habe, ich habe meinem Nachbarn gesagt, Herr Nachbar, Marcel Marceau ist gestorben. Und dann hat der gesagt, ach, der lebte noch. Das ist der Mensch. So möchte ich nicht alt werden. Sterben oder so. Dann schauen Sie mal, ich bin ja wirklich nicht mehr die Jüngsten. Wirklich, ne? Ich habe schon richtig Altersflecken manchmal schon. Ich komme in so eine Phase rein. Ich muss das kurz erzählen. Ich war U-Bahn fahren und zwar in Berlin-Wedding. Wedding ist ein Stadtteil. Berlin ist ein Stadtteil, wo die Türken wegziehen, weil sie Angst vor den Albanern haben. Das ist der ich traue mich ja was. Ich war da U-Bahn fahren. Und die U-Bahn war total voll. Ich war irgendwie Raschauer oder so und es war total voll. Und ich komme da rein. Und da sitzt da so ein 15-jähriger Türkenschnösel, ne? So ein Osmanenlümmel sitzt fett da auf seinem Stuhl und ist nicht aufgestanden, als ich reingekommen bin. Der hat mir keinen Platz angeboten. Da ich sag mal, lieber Freund, ne? Als ich so alt war wie du, da war ich noch S-Bahn-Surfer. Ne? Das kennst du gar nicht mehr. Da ist die Tür nicht mehr aufgehen während der Fahrt. Ne? Diese leckere Freizeitbeschäftigung ist dir genommen worden. Was weißt du überhaupt? Das frage ich dir jetzt immer. Die wissen doch nichts mehr, die jungen Leute. Ne? Was wissen die denn? Ja, nichts. Ne? Manchmal immer so Wissenstests jetzt. Weißt du, mit jungen Leuten? Und ich sag, zack, 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 Helmut Schmidt. Und der so, der kannte den nicht. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Helmut Schmidt, der ist doch berühmt. Das muss man doch wissen, den muss man doch kennen. Der Helmut Schmidt, der ist doch so berühmt. Wenn der Helmut Schmidt den Zeppelin erfunden hätte, dann hieß der Zeppelin heute Schmidt. Das muss man doch mal klar machen. Das wusste der nicht. Er wusste es nicht. Guck mal, da fliegt ein Schmidt. Das wusste er nicht. Er wusste es nicht. Ja, was war denn? Was war denn 1938 in Lakehurst? Deutscher Schmidt abgestürzt und ausgebrannt. Das Ende der Schmidts, das wusste er nicht. Er wusste es einfach nicht. So traurig, oder? Und dann